Am Schluss sind wir trotzdem zufrieden. Xavier Marger im letzten Winter bereits. Da haben wir ein bisschen versucht zu antizipieren. Schwierig zu aus den Fehlern lernen. Das war im Fall eine Kamera oben. Aber es hat niemand gebraucht, das kann ich schön sagen. Es hat also niemand gebraucht, nur noch eine Kamera haben wir, aber mit dieser schwätzen wir. Zwei Punkte aus fünf Spielen. Wie dramatisch ist das jetzt? Am fünften Spieltag ist für mich gar nichts dramatisch. Es ist Fakt, dass wir zwei Punkte haben nach fünf Spielen. Aber was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt anfangen zu weinen? Wir müssen schauen, dass wir unseren Arsch hochkriegen, weitermachen und dann Vollgas geben in den nächsten Wochen. Jetzt müssen wir Gras bissen. Jetzt müssen wir auf dem Platz kotzen. Jetzt sind die sieben entscheidende Spiele für uns, sieben Finale für uns. Und da müssen wir jetzt probieren, den Karren aus dem Dreck rauszuziehen. Und bei Ihnen hat auch ein Jürgen Mohr gefehlt. Schreiben Sie mir jetzt mal heute auf, wie oft ich jetzt gefragt werde nach Jürgen Mohr. Sagen Sie mir, was wir im letzten Jahr hier gemacht haben mit Jürgen Mohr. Na gut, Sie haben auch verloren. Na also, sehen Sie, haben wir das also auch verloren. Und deswegen ist es dilettantisch, nach dem ersten Spiel direkt diese Frage zu stellen. Aber ich habe mich damit gerechnet und mir auch dementsprechend vorbereitet. Und Sie sind ja noch jung, Sie lernen es auch noch. Come ambasciatore dovrà imparare l'italiano. Ich bin dran, ich. Ich werde natürlich jetzt intensiv Italienisch lernen. Es ist nicht so schwierig, hoffe ich. Qualche parola in italiano? Ja, come stai, saluti. Ein bisschen kann ich ein bisschen verstehen, aber es braucht Zeit. Forza Bellinzona. Sì, forza Bellinzona. Man muss sich für etwas Gesundes rechtfertigen. Ja. Das ist eigentlich das Problem, das die Gesellschaft ist. Also wenn ich mit einem Kebab in der Stadt laufe, dann schaut mir niemand komisch an. Aber wenn ich mit einem Rüebli in der Stadt laufe, dann denke ich, was ist das für ein Vogel? Oder? Was für euch natürlich schön ist, Fink ist Fink und ich bin halt ein Vogel. Und das ist für euch vielleicht schon mal leicht. Wir bleiben bei einer Sparte im Tierreich. Es ist geil zum Spielen gegen die andere Mannschaft. Spielt nicht mit, sind ein bisschen Angst und stehen hinein. Und es ist auch ein bisschen schwierig, aber gegen Basel können wir mitspielen und sie spielen auch mit. Es ist viel einfacher für uns, zum Torschancen zu kommen. Hätte ich gleich ein bisschen freuen. Der hat nicht der erste Meister, der heute gefeiert hat. Es ist der dritte, glaube ich. Mit Freude. Der dritte? Ich glaube, es ist der dritte. Viert, fünft? Siebt. Schon wieder sind mittlerweile. Ja, man kann sich einmal die Schere. Ja, Vierte ist knapp vorbei. Aber Anne, ja, ich glaube, man muss sich nicht wundern, wieso es bei IB in der Offensive so gut läuft, wenn man eben sieht, ist schon weg, so schnell wie früher. Wenn man sieht, wer eben Chefscout ist, wenn man so eine Weltklasse-Stürmer als Chefscout hat, dann...